Hallo, ich bin der Helmut und engagiere mich gerne für den Verein Eierstockkrebs Deutschland e.V., immer wieder mal mit Wollspenden oder auch wie dieses Mal mit einer kleinen Geschichte, die ich selbst geschrieben habe. Aus dem Nichts. Die Diagnose traf Hanna mit einem heftigen Schlag. Eierstockkrebs. Ihr Gynäkologe hatte nach eingehenden Untersuchungen festgestellt, dass sich an ihrem linken Eierstock ein Tumor befand, der aber zum Glück noch keine Metastasen gebildet hatte. Somit können Sie vorsichtig optimistisch sein, dass der Krebs mit einer Kombination aus Operation und Chemotherapie vollständig beseitigt wird, meinte Dr. Schneider hoffnungsvoll. Daheim angekommen, berichtete sie ihrem Mann Paul und ihrer Tochter Kirsten von der schlimmen Diagnose. Alle drei nahmen sich in die Arme und weinten. Dieser Schock musste erst einmal verdaut werden. Nachdem sie sich intensiv über das weitere Vorgehen ausgetauscht hatten und sich durch Gespräche gegenseitig ermutigten, war die Familie positiv entschlossen, alles dafür zu tun, den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen. Genau eine Woche nach der Diagnose, an einem frühlingshaften Maimorgen, wurde Hanna stationär in einem Essener Krankenhaus aufgenommen. Ihre Tochter und ihr Mann begleiteten sie zur stationären Aufnahme in die Spezialabteilung. Morgen sollte sie schon operiert werden. Sie fühlte sich trotz der Begleitung durch ihre Angehörigen sehr verloren und ängstlich in dem weißbezogenen Krankenhausbett. Ihre Gefühle fuhren Achterbahn. In einem Moment war sie verzweifelt und im nächsten wieder voller Hoffnung. Ob das alles gut geht, dachte sie. Ich habe doch noch das halbe Leben vor mir. Ich bin doch erst 38 und da soll schon alles vorbei sein? Nein, ich werde kämpfen gegen den Krebs und ich will gewinnen. Guten Morgen, Frau Sommerfeld, durchbrach eine sympathische Frauenstimme ihr Gedankenkarussell. Ich bin Schwester Gabi. Ich möchte gerne mit Ihnen die Aufnahmeformalitäten durchgehen und hier habe ich auch noch eine Kleinigkeit für Sie. Mit wippendem Pferdeschwanz und einem freundlichen Lächeln trat sie neben das Bett. Hanna war erstaunt und überrascht, hatte sie doch nicht mit einem Geschenk gerechnet. Die Krankenschwester übergab ihr ein grünes, handgestricktes Sockenpaar mit einem wunderschönen Blattmuster, zusammen mit Informationsbroschüren über die Erkrankung und den Verein Eierstockkrebs Deutschland e.V. Die sind ja wunderschön und sogar in meiner Größe. Das freut mich, dass die Socken Ihnen gefallen, entgegnete Schwester Gabi. Und in den Broschüren finden Sie noch viele Informationen, unter anderem auch über den Verein, der sich mit den grünen Socken für betroffene Frauen engagiert. Hanna wollte nun wissen, wer hinter diesem Verein steckt und was es mit den grünen Socken auf sich hat. Die Pflegerin holte etwas weiter aus und erklärte. 8 engagierte Mitglieder gründeten im August 2016 den gemeinnützigen Verein Eierstockkrebs Deutschland e.V. mit dem Ziel, Informationen und Aufklärung über die Erkrankung, mögliche Therapien und die damit verbundenen Entscheidungen schnell und konsequent an Betroffene weiterzugeben. Der Verein hilft unbürokratisch in allen Fragen und Belangen zum Thema Eierstockkrebs. 2018 bildete sich dann die Aktion Grüne Socke, bei der Stricker und Strickerinnen einfach drauf loswerkeln. Alle Grüntöne und Muster sind erlaubt. Die Socken werden dann an die Krankenhäuser und Kompetenzzentren weitergeleitet und den betroffenen Frauen als Zeichen der Hoffnung übergeben. Hanna war begeistert. Sie streifte die Banderole mit der Aufschrift Grüne Socken für dich von dem Strumpfpaar herunter und zog sie über ihre bereits vorhandenen Socken an. Das Blattmuster am Schaft entfaltete so angezogen erst richtig seine filigrane, zarte Wirkung. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich habe ja dauernd kalte Füße und mit der Aufregung um die Diagnose und mit dem, was mir jetzt noch alles bevorsteht, werden mir die Strümpfe gute, wärmende Dienste erweisen. Also mein Herz ist ja jetzt schon ganz warm, sagte Hanna. Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung, warf ihre 13-jährige Tochter ein. Die musst du jetzt immer bei dir haben, als Glücksbringer sozusagen. Die Strümpfe begleiten dich jetzt, bis du wieder ganz gesund bist. Hanna drückte Kirsten und ihren Mann ganz fest an sich. Alle drei weinten, dieses Mal aber vor Rührung.
Im Dezember desselben Jahres galt Hannah als vollständig geheilt. Sie musste nur noch einmal im Monat zum Check in das Kompetenzzentrum. Arbeiten konnte sie noch nicht und Anfang Januar stand erstmal noch eine Reha an. Nun hatte sie allerdings auch mal richtig Zeit, den Advent etwas zu genießen. Sie las viel, ruhte sich von der anstrengenden Zeit im Krankenhaus auf der Couch aus und kuschelte sich in die bunten Kissen. Sie verwöhnte sich mit warmem Kakao und dekorierte nach und nach, gerade immer nur so viel, wie sie sich zumutete, das Haus weihnachtlich. Nach wie vor trug sie ganz oft ihre grünen Socken, obwohl sie nur noch selten kalte Füße hatte. Sie tat es wohl eher, weil die Socken für sie ein Symbol der Hoffnung und des Glücks waren und wollte dieses liebgewonnene Ritual nur ungern beenden. Da war sie fast ein bisschen abergläubisch. Paul ging seiner Arbeit nach und Kirsten war oft in ihrem Zimmer verschwunden und verbrachte viel Zeit am Computer. Eine erklärende Frauenstimme drang häufig aus Kirstens Zimmer. Um was es genau ging, konnte sie nicht ganz verstehen, maß dem Ganzen aber auch keine allzu große Bedeutung zu. Wahrscheinlich lernt sie für die Schule, dachte Hannah sich. Ein paar Tage später war Heiligabend. Paul hatte sich um das Abendessen gekümmert und seinen weltberühmten warmen Kartoffelsalat gemacht. Dazu gab es Wiener Würstchen. Hannah hatte mit Kirsten zusammen den Weihnachtsbaum geschmückt und als die Kugeln hingen und die Lichterkette leuchtete, merkte sie, wie anstrengend selbst solche Tätigkeiten noch waren. »Lass uns bitte die Bescherung vor dem Essen machen«, quengelte Kirsten. »Ich bin ganz aufgeregt, was du zu meinem Geschenk sagst, Mama.« Hannah und Paul blickten sich an und lächelten. »Na gut«, sagte Paul, »dann wollen wir der kleinen Ungeduld mal nachgeben.« Kirsten gluckste und lachte vor Spannung und Vorfreude. Sie kniete sich unter den Weihnachtsbaum, streckte ihre Hand nach einem kleinen Päckchen aus, welches sie selbst in rotes Weihnachtspapier mit Sternenmuster eingepackt hatte, und gab es ihrer Mutter. Hannah bedankte sich und war ganz gespannt, was wohl darin sein würde. Sie setzte sich auf die Couch mit den bunten Kissen und löste vorsichtig die rote Schleife des Päckchens. »Wie schön Kirsten Geschenke einpacken kann«, dachte sie. Das Papier öffnete sich und gab seinen leuchtenden Inhalt preis. »Selbstgestrickte Socken! In Regenbogenfarben!« Hannah war sprachlos. »Die habe ich gestrickt«, sagte Kirsten ganz stolz. Hannah war immer noch ganz perplex. Sie zog das bunte Sockenpaar heraus und betrachtete es. »Kirsten, du hast die gestrickt?« »Aber du kannst doch gar nicht stricken. Wie hast du...« »Ach Mama, das ist doch gar nicht so schwer. Ich habe bei YouTube geschaut... Und da hat Silvi Rasch einen Kanal, wo man das alles lernen kann. Sie zeigt und erklärt das Schritt für Schritt. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Die Regenbogenfarben habe ich ausgesucht, weil sie Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und Lust auf das Leben symbolisieren. Über Hannas Wangen kullerten nun die Tränen und auch Paul war ganz gerührt und stolz auf seine Tochter. »Die grünen Socken kannst du jetzt wegräumen. Mit den bunten Socken beginnt jetzt eine neue Zeit«, ergänzte Kirsten. Hannah zog die grünen Socken der Hoffnung aus und streifte sie sich stattdessen die bunten Regenbogensocken über die Füße. Sie drückte und küsste ihre Tochter. »Vielen Dank, mein Schatz. Die grünen Socken verschwinden jetzt ganz hinten in der Schublade. Ab jetzt trage ich nur noch die Regenbogensocken. Frohe Weihnachten!« Kirsten und Paul erwiderten, »Frohe Weihnachten!« Hannah und ihre Tochter setzten sich an den festlich gedeckten Esstisch. Im Hintergrund klang leise »Stille Nacht, heilige Nacht« aus der Stereoanlage und Paul brachte den Kartoffelsalat und die Würstchen aus der Küche. Die Familie wünschte sich einen guten Appetit. Dass die Würstchen zu lange im heißen Wasser lagen und aufgeplatzt waren, störte keinen der drei. Es gab Wichtigeres im Leben. Frohe Weihnachten, auch von mir, an alle da draußen. Alles Liebe, alles Gute.